Hallo und willkommen zurück bei unserer Tutorial-Reihe zur Ultimate K-Mod. In der heutigen Folge dreht sich alles um Straßen, Leitplanken und Fahrbahnmarkierungen. Wie stellt man Asphalt her? Wie werden die Leitplanken hergestellt? Und wie werden die Fahrbahnmarkierungen gesetzt? Beim letzten fange ich einfach mal an. Für die Fahrbahnmarkierungen benötigt man einen Painter. Den gibt es in Weiß und in Gelb, also Painter und Yellow Painter. Wenn wir mal den normalen weißen Painter nutzen, dann sieht man, wenn man mit Rechtsklick arbeitet, dass man die Fahrbahnmarkierung sofort unkompliziert setzen kann und auch einfach wieder abbauen kann, wenn man das mag. Die Fahrbahnmarkierung wechseln kann man über Shift-Rechtsklick. Dann erscheint nämlich ein Auswahlfeld, wo man die unterschiedlichsten Symbole verwenden kann. Hauptsächlich Pfeile, aber auch die verschiedensten Arten von Linien, die man dort auswählen kann. Oder eben ein Zebrastreifen, den man bauen kann, Kreuze, Parking, also einige Extras sind da auch noch bei. Wenn wir jetzt einfach mal den Pfeil hier als Beispiel auswählen und wieder Rechtsklick nutzen, dann kann man diese Pfeile so weit setzen. Das gleiche geht natürlich auch in Gelb. Dort ist jetzt gerade eine Linie voreingestellt, auch hier wieder mit Shift-Rechtsklick in das Auswahlfeld gehen. Und wenn wir beispielsweise einen Zebrastreifen errichten wollen, dann funktioniert das so. Wie wird das alles jetzt hergestellt? Also auch der Asphalt und die Leitplanken. Dazu kommen wir jetzt. Für die Herstellung des weißen Pinsels benötigen wir Stöcker und Knochenmehl. Das geht auch andersrum, nämlich so. Für den gelben Pinsel, den gelben Painter, brauchen wir Farbstoff, gelben Farbstoff. Und das funktioniert dann auf die gleiche Art und Weise. Einmal so rum und einmal so rum. Für die Herstellung von Asphalt benötigen wir Cobblestone und dann entweder schwarze Wolle. Man bekommt dann 8 Blöcke heraus oder man verwendet Kohle. Auch wieder 8 Blöcke. Mit Charcoal, also Holzkohle, funktioniert das nicht. Aus diesen Asphaltblöcken kann man jetzt entweder eine ganz normale Asphaltstraße bauen oder man stellt Rampen her. Eine Rampe, das ist ähnlich wie bei Treppen, erstellt man so, das wäre eine sehr steile Rampe. Dann gibt es noch eine andere Art von Rampen, die man bauen kann. Eine flache Rampe. Oder eben eine Stufe. Ich zeige nochmal eben, wie die aussehen. Das sind unsere 4 Rampen bzw. Stufen. Und wenn wir die jetzt hier aufbauen, dann sehen die halt so aus. Na. Eine Leitplanke erstellt man folgendermaßen. Man braucht nur Eisen. Und so sieht das dann im Endeffekt aus. 32 Stück bekommt man auf einmal. Und die kann man dann hinsetzen, wo es einem passt. Zum Beispiel hier. Einfach mal so völlig sinnlos auf den Asphalt. Viel Spaß mit der Ultimate K-Mod. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Würde mich über ein Like und ein Abo sehr, sehr freuen und vielleicht sehen wir uns ja wieder. Bis dann. Ciao.